Hallo und willkommen zu Wut und Verrat. Naja, so heißt die Mission jedenfalls, bei der wir hier noch zwei Gruppen plätten müssen. Tötet die Mitglieder der 9. Legion, beseitige alle plündernden Pikten. Na dann, wollen wir mal. Die Karte ist, mir zumindest noch bekannt. Oh, wobei die Schreine eben neu positioniert wurden. Ja, anhaltender Segen. Ich meine, das sind ja alles Karten, oder fast alles Karten, die schon mal da waren. You can have my share, brothers. Zumindest jetzt hier im zweiten Teil. Ich glaube, in der ersten Hälfte waren auf jeden Fall auch neue Karten dabei. Noch so eine Metallplatte. Da haben wir aber schon ordentlich Metallplatten gefunden. Und ein Buch. Ich weiß jetzt nicht mehr, wofür das Buch gut ist. Im Idealfall bringt es einen Fähigkeitspunkt. Oh. Ah, es sind ein paar mehr. Okay. Da ist jetzt aber gar nichts Gefährliches bei. Außer der Captain. Ich will der Captain sein. Dann werden wir mal... Ich meine, die kommen sowieso noch nicht ran. Hier links ist es abgeschirmt. Wir bauen da... Wir ziehen den ran und metzeln den direkt ab, würde ich sagen. Dann machen wir das hiermit. Schwupp. Den müssten wir mal gerade auf Seite stellen. Und dann geht der da hin. Wobei, der kann jetzt auch da angreifen. Ja, wir können sonst mit dem sowieso nicht viel machen. Wir bauen den noch dahin. Den machen wir an. Der kann rüber. Schnipp. Da können wir auch noch nichts machen. Klapp. Okay. Und. Bams. Naja, der hat jetzt mit dem plus 50% Schaden bis zum Ende der aktuellen Mission. Ja. Mehr können wir jetzt aber. Das ist ein Bogenschütze, das ist natürlich. Das ist ein bisschen uncool, aber da können wir jetzt nicht viel gegen machen. Ja. Vielleicht hätte ich den ziehen sollen. Naja, wie dem auch sei. Machen wir den hier an. Den da an. So. Und dann werden wir uns hier eine Wand hochziehen. Es ist jetzt ein bisschen schwer zu sehen, wo denn die Gegner dann hin können. Aber die hat jetzt sowieso noch ordentlich temporäre Hitpoints. Also da kann so viel auch nicht passieren. Dahin. Der wäre jetzt noch am gefährdetsten, aber ist in Ordnung. So. Pain is my penance. Ja, ist in Ordnung. Die haben wir ganz gut abgelenkt. Okay, den... Ach, der steht dahinter. Das ist ja doof. Wie kriegen wir den denn erledigt? Mit dem könnten wir direkt dahinter latschen. Hüpf! Batsch! Okay.
So, dann gucken wir mal, dass wir den hier abmetzeln. Können wir hier vielleicht... Da geht nicht viel. Ich meine, wir könnten den... physische Schwächungsresistenz 90%. Also da geht nicht so wahnsinnig doll was. Der brennt sowieso schon. Ah ja, okay, dann machen wir das so. Die könnte dahin einmal schlagen und wieder weglaufen. Beziehungsweise weglaufen, nachdem der eben dann tot ist. Ja. Dann käme der andere aber nicht mehr durch. Wir könnten den aber schieben. Kann der... Ja, aber die haben halt alle den Schild. Das ist so ein bisschen sinnlos. Den sollten wir wahrscheinlich hier rüber holen, damit wir danach in der Runde hier die angreifen können. Ja, machen wir das so. Und die drei, die können wir hiermit wegfrittieren. Wenn wir... Einfach nur zwei nach rechts, ne? Ne. Moment. Dann machen wir erstmal den. Quatsch! So. Mhm. Mhm. Ja, der ist natürlich noch ein bisschen schneller. Da können wir auch nicht viel machen. Das wird übrigens falsch angezeigt. Theoretisch kann er von da immer noch angreifen. Wir könnten auch... da drauf hüppen. Dann dahinter. Schnipp. So, der hat den Schutz und die schlagen auch noch daneben, weil die alle geblendet sind. Und dann hätten wir natürlich den noch als Gefahr. Wir stellen die mal noch da vorne. Den noch da. Können dann möglicherweise auch noch die Gegner abhalten. Der kann einfach durchlaufen. Ja, machen wir das. Okay. Dann macht mal. Okay, wunderbar. So feeble. Anger me more. Die sind halt okay, der läuft weg. Nein! Ey, das ist ein Hinterhalt. Aber verfehlt. Nice hit. Lootung. Okay, das können wir aber auch clearen. So, glaube ich. So, also wir könnten... das ist erstmal nur ein Debuff. Aber damit macht der hiermit jetzt auch mehr Schaden. Das macht nicht viel. Naja, ist egal. Der bleibt jetzt hier und hackt mal da so ein bisschen weiter auf ihn ein. Okay. Dann... dann gucken wir mal,
dass wir die zur Strecke bringen. Hack. Hack. Dann einmal den drauf, aber ich glaube, der wirft ihn nicht um. Ja. Na, es geht nicht, aber das reicht trotzdem. Okay. Ja, da könnten wir noch zu dem hin, aber nicht mehr angreifen. Den könnten wir damit sogar noch mal schlagen. Lolololol. Your time has come. Mhm. What is your wish? Na, wir haben das Zeug auch voll, aber aktuell können wir da auch. Ich meine, ich könnte da wen beschwören, aber das bringt ja auch nicht viel. Auch mal so. Mhm. Ja, laufen wir mal dahin. So. Wir könnten jetzt diese Seelen noch einsammeln, aber einen Sinn macht das nicht, weil wir sowieso voll sind. I'll be quick. Ja, okay, das war... Oh! Der Kampf hat einen zweiten Teil. Okay. Zerstöre die vier Totems, um die Riesenmade zu schwächen. Aha. Deeds, not words. Die castet auch Massenrüstung. Okay, also wir müssten gucken, wie wir erstmal... Die ist nicht so schnell, wie es aussieht. Also wie wir als erstes diese Totems platt machen und hier erstmal ja, auf Seite gehen. Vermutlich kann der die Totems ganz ordentlich plätten. Und wir haben jetzt auch alle Optionen zur Verfügung. Gehen wir erstmal darüber und holen uns die Vögelis. Wenn wir jetzt den Hund holen, der Hund kann auch direkt drauflaufen, glaube ich. Machen wir erstmal die 3. Dann verwenden wir den Hund. Dahin. Dann kann der Geheul machen. Ansturm. Hammer. Knochen. Ansturm. Ginge auch da drauf. Knochenring, fügt jeder Einheit. Okay. Auf jeden Fall kann der jetzt auch noch zweimal angreifen. Das ist schon ordentlich. Und wir haben jetzt hier nochmal zusätzliche Punkte. Der könnte die beiden angreifen. Die Totems machen an sich sonst nichts. Also wir könnten oder wir müssten die natürlich auch erledigen. Ich gucke erstmal, dass wir die ersten zwei Totems erledigen
und diese Viecher. Damit könnten wir 3 angreifen. Damit könnten wir 4. Der könnte natürlich dann da durchlasern. Also wir gucken mal. Der hat damit jetzt die Kosten auf 1 reduziert. Also der könnte jetzt da voll durchspringen. Der ist direkt kaputt. Mhm. Da ist aber auch schon fast nichts mehr übrig. Rein theoretisch könnte die da auch hinlaufen, aber wahrscheinlich nicht so gut. Der könnte auch mit dem Piercing-Schuss, der jetzt nur noch 1 kostet. Ja, wenn er noch 1 nach links geht, machen wir den. Sehr schön. Dann haben wir noch die beiden Totems da übrig. Der könnte sich auch nach da vorne direkt hinbringen. Ich mach mal den an. Die beiden Teile sollten wir noch zerstören. Steht der natürlich davor. Der könnte auch das hier holen. Wie viel würde man... Sind immer noch 6 Schuss. Ja, aber die sind blöd mit der Rüstung. Wahrscheinlich wäre es sinnvoller, wenn ich mit dem... da so ein Ding dann direkt kaputt mache. Bringen wir erstmal die rüber. Der ist jetzt auch reduziert. Der kann sowieso ja nicht viel machen. Er könnte der auch durchlasern, aber... Ich glaube, das war vergessen. Würden wir den Hund treffen? Wir könnten auch nach da vorne, dann würden wir den nur dahin schieben. Der Hund, der kann nicht mehr weg, ne? Ne, kann er nicht. Machen wir das so. Das hätte ich vorher machen sollen. Ach, der kriegt aber da auch gar nicht diesen Buff, Debuff ab. Wir hätten jetzt noch den Angriff. Der stünde jetzt sowieso direkt daneben. Dann machen wir den gerade weg. Also, wie kriegen wir die Totems jetzt noch kaputt? Dahin. Da hätte ich wahrscheinlich auch Totems direkt angreifen. Da hatte ich eigentlich mit mehr Schaden gerechnet. Okay.
Die kann sich zwar noch bewegen. Okay. Ja, dann ist der zumindest schon mal weg. So. Wir müssten uns ja auch in die Richtung zurückziehen, damit der Wurm uns jetzt nicht böse angreift. Also der könnte noch einen Totem-Dingen da angreifen. Dann gehen wir mal darüber. Der ist weg. Der geht da drüber. Dann ist das Ding auch auf jeden Fall kaputt. Ja. Mhm. Okay, wir können jetzt noch dahinter laufen. Und die noch einmal anschnetzeln. Das macht aber keinen großen Sinn, weil wir die sowieso nicht tot bekommen. Das hier macht allerdings auch keinen großen Sinn. Na ja, gut, dann machen wir, dann greifen wir halt so an. Schnipp! Mhm. Umdrehen. Deeds, not words. Naja, okay. Fertig. Wer bewegt sich da? Gar nichts. Ist der Kampf stuck? Das wäre ja mal super dumm. Ah ja, okay. Da passiert was. Ich habe das Gefühl, die mögen den nicht. Okay. Ja, der hat natürlich hier jetzt die Betäubungspunkte. Das ist nicht so gut. Niedergeschmetterte Einheiten. Das kann man natürlich vergessen. Wir müssten die Made zerstören, damit die Rüstung weggeht. Aber die Lebenspunkte sind halt immer noch, ja, zahlreich. 180. Ready. Die können wir jetzt mal nicht so eben wegpusten. Na, der kommt noch nicht mal da durch. Kindle Vesta's flame. Bauen wir erstmal. Ah, das ist echt ein bisschen ungesund hier. Bauen wir erstmal das Teil dahin. Dann rufen wir nochmal einen Hundi. Der Hundi darf direkt nochmal Bewegungspunkte geben. Dann anstürmen. Der wird jetzt angegriffen, ist aber egal. Dann laufen wir dahinter. Und greifen nochmal an. So. Den können wir hiermit clearen.
Also das ist dann das Gift, was weggeht. Und die wahrscheinlich gedebufft. Machen wir das noch drauf. Aber... da kommt auch nichts durch. Naja, also den... das große Vieh, das kriegen wir erstmal nicht kaputt. Wir müssten... ich versuche mal, den hier zu plätten. I hunt alone. 1, 2, 3, 4. Mhm. Just a friendly bout till they are dead. Ah, der hat tatsächlich die Betäubung auch davon entfernt. Das ist schon ein bisschen krass. Okay, dann machen wir Planänderung. Dann gehen wir direkt durch. Wir haben jetzt so viele Bewegungspunkte hier. Machen wir den an. Ah, shit. Ich habe diesen Sprung gar nicht. Da habe ich mich ein bisschen verzettelt. Aber ist okay. Den an. Schnipp. Und... naja, ist wahrscheinlich genau Abschlachtung. Aber wieso haben die anderen jetzt immer noch die Rüstung an? Dann kommt die durch sie? Gewährt allen Verbündeten. Ah ja, okay. Dann habe ich mich da vertan. Na gut. Ja, das bringt nichts. Okay. Dann... ja, das wird wahrscheinlich jetzt ziemlich ungemütlich werden. Limb by limb. Kommen wir so nicht zu. Machen wir den noch da drauf. Da können wir... da ist Feuer. Na. Zurück. For victory. Naja, das ist halt jetzt mehr ein lustloses Draufgehacke. Jetzt müssen wir mal gucken, was wir abbekommen. Ja, okay. Aber das war noch verhältnismäßig harmlos. So, weg. Jetzt müssen wir diesen Kram auch wieder einsammeln. Und weg. Und weg. Weg. Fuck. Ishi. Mehr sammeln. Okay, da können wir aber... ah doch, da hätten wir angreifen können, weil das keinen Punkt gekostet hätte. Naja, egal. Fehlt noch... der. Hätte ich das machen sollen. Okay, der hat noch 5. Und... Matsche.
Ja, das war auf jeden Fall nicht schön. Da hätte ich auf jeden Fall sie direkt platt machen müssen. Da hätte ich nicht den den Wurm versuchen angreifen zu sollen. Also nachdem ich diese Dinger zerstört habe. Oder ich hätte sie sogar noch vor diesen Teilen zerstören sollen. Wobei die, glaube ich, keinen Schutz bekommen haben. Bin mir jetzt nicht ganz sicher. Das wäre auf jeden Fall schöner gegangen. Look. Looky hier. Every Cestertius helps the cause. Ich könnte jetzt noch zurück. Ich könnte jetzt ja zurücklaufen, um zu rasten, aber das wäre mir ein bisschen zu weit. Das hier nehmen wir jetzt aber gerne mit. Well, I'm still dead. Da liegt was. Das Kornfeld. I need no riches. I need more death. A contribution to our eternal Rome. Okay, das letzte scheint jetzt kein Riesenkampf zu sein. Naja, wer weiß, wo die dann aufploppen. Aber das scheint in einem kleinen Gehege zu sein erstmal. Er ist ein Typi, wie es aussieht, aber vielleicht ruft er nach Verstärkung. Und wegen, haha, ihr seid in eine Falle gegangen. Ja, genau so. Bloß sagen tun sie nichts, weil sie hier leider nicht mehr sprechen können. Naja, ich glaube, das sieht gefährlicher aus, als es ist. Also die sind natürlich jetzt nicht nett, aber was kann die? Dolchwurf, Feuersturm. Nach Einzug. Die hier sind eigentlich jetzt das Böseste. Und um die sollten wir uns jetzt auch als erstes kümmern, würde ich sagen. Die haben 100% Resistenz. Also die erstmal zu töten, die müssen wir abhalten. Wir müssten dadurch... Also das hier mit dem beispielsweise kaputt machen. Der ginge sogar noch aus 1 mehr Reichweite. Also wenn der... Naja, einfach da... Oh, dann könnte es so machen. Aber dann machen wir den. Jetzt macht er nur noch 4. Na, ist egal, das machen wir so. Ich hätte natürlich auch die mit dem Feuer angreifen können, aber da hätte ich sowieso nur einen getroffen. Vielleicht, wenn ich noch weitergehen würde. Naja, auf der Entfernung kann ich noch zwei, also einen eigentlich treffen. Weil das nur noch 2 Felder nebeneinander sind. Also machen wir das so. Das reicht noch nicht ganz an der Stelle, aber damit sind die beiden. Naja, die ist geblendet, der ist im Feuer. Okay. Dann, müssen wir... mit ihm werden wir erstmal hier rüberlaufen. Wir können den setzen. Machen wir den dahin. Mist. Da habe ich mich verzettelt. So, da. Dann machen wir den dahin. Und eigentlich sind die... Genau, die anderen sind egal.
Da können wir zwar auch drauf angreifen, aber eigentlich ist es wurscht. Machen wir da drauf. So, und dann kann der sich noch mal weiter bewegen. Aber nicht wirklich weit. Wir hätten jetzt aber auch noch die Möglichkeit, den zu holen. Und der wird uns hier jetzt super helfen. Der macht erstmal sein Geheul. Dann den Ansturm. Naja, okay. Der könnte auch den angreifen. Naja. Gut, der hält aber da natürlich auch weiter ab. Aber jetzt hat der beispielsweise auch sehr viele Bewegungspunkte. Schön wäre eigentlich, genau, wenn ich jetzt erstmal... Naja, ich kann den halt einmal angreifen, aber das macht fast keinen Sinn. Wir gehen bis nach da. Springen dann einmal drauf. Dahin. Weg. Und weiter zum nächsten. Dann schützen wir den, weil der wird jetzt wahrscheinlich von denen gut angegriffen werden. Müssen wir mal gucken. Der kann jetzt hier aber auch leider nichts mehr großartig tun. Die werden da in Sicherheit laufen. Dann machen wir hier... Dann machen wir nicht. Wir gehen auch komplett durch. Dann rufen wir das. 1, 2, 3. Einmal Vögel. Dann kann der das haben. Und der kann noch mal einen da von hinten den angreifen. Der geht dahin. Der kann den angreifen, aber dann nicht töten. Wir könnten aber den angreifen. Und den damit töten. Mhm, machen wir den noch an. Okay, die beiden sind jetzt jedenfalls in einer... problematischen Lage. Wir haben unsere Leute hier jetzt zumindest ein bisschen in Schutz gebracht. Ich denke, da stehen wir ganz gut da. Mhm. Feuersturm. Ja, da gehen wir... Da müssen wir mal gucken, ob wir da rauskommen. Wir können den aber wahrscheinlich wegschieben gleich. Na, die sind sowieso mit dem Hund beschäftigt. Kann sein, dass ich noch was mit dem Hund hätte machen können. Ja, okay, das macht es natürlich jetzt noch einfacher. So. Ich glaube, der reicht auch nicht aus. Also machen wir das so. Erledigen. So, der kann jetzt im Endeffekt nichts mehr machen. Oder hätte ich anders rumlaufen sollen? Naja. So. Dann
Er hat natürlich da jetzt zu wenig Punkte. Der Hund wird jetzt von ihr beschworen. Wir müssten... Der kann natürlich jetzt hier nicht mehr wahnsinnig viel machen. Er kann da noch ein bisschen Rüstung weghacken. Und nächste Runde ist der halt tot. Da könnten wir hinterhalten. Und wir müssen auf jeden Fall aus diesem Zeugs raus. Mit dem müssten wir... Ja, der kann halt nur einmal angreifen. Das hier hält für zwei Züge. Ja. Und der kann auch nichts mehr. Stürmen wir von hinten an, den schieben wir damit aber auch auf Seite. Die kann sowieso super weit laufen. Und der kann... Das würde jetzt auch die Kosten reduzieren. Ups. Versuch den mal ein bisschen hier rüber zu stellen. Damit der dazwischen angreifen kann. Ja, genau so. Weil der ist kein gutes Ziel. Wir könnten theoretisch... Das ist auch nicht... Der könnte auf Seite gehen. Naja, auch das hier treffen wir das eigene Teil. Das ist ein Hinterhalt. Okay, dann machen wir das so. 1, 2, 3, 4, 5. Und du kriegst auch noch einen. So. Mhm. Und dann da raus. Und dann gucken wir mal, was wir hier noch dran anbringen können. Ist schon ordentlich. Machen wir den noch an. Okay. Naja, aber das war's jetzt auch schon. Okay, da kommen wir. Ja, wir könnten das platt machen und dann dahinter kommen. Haben wir eine andere Möglichkeit, das zu erledigen? Mit dem natürlich. Ja, das ist wahrscheinlich gar nicht so schlecht. Wenn wir... gucken wir mal. Machen wir erstmal D. So. Ich könnte den nur von vorn angreifen. Es sei denn, wir laufen dahin. I mark you for death. So. Kriegen wir den jetzt noch umgemetzelt? Wir schlagen mal den Hund. Der hat aber jetzt aber auch nicht den Debuff bekommen. Vielleicht, weil da nichts durchging. Nein, das bekommt er nicht. Der kann sich jetzt aber auch wieder weiter porten. I hunt alone.
Okay, ich würde ganz gerne dieses Teil da zerstören. Den Hund. I hunger blood. Den müssen wir auf jeden Fall zerlegen, den Typen. Das machen wir anders. Wir gehen dahin. Dann legen wir den damit um. Und jetzt können wir einfach theoretisch die wegziehen. Steht natürlich dann erstmal falsch rum. Alternativ könnten wir auch nach vorne und den auch noch einmal angreifen oder sowas. The She-Wolf is my guide. Nochmal hier. Also, wenn wir diagonal gehen und jetzt würde das natürlich auch nicht mehr passen, aber wenn wir jetzt nochmal nach links gingen, dann würde das passen, dann steht der jetzt bloß da ungünstig. Der macht aber sowieso keinen Schaden, das ist in Ordnung. Also der müsste jetzt noch nach links gehen. Jetzt kann der den holen. Naja, nee, das sah nur so aus, als wenn das ging, aber das war eigentlich schon versetzt. Okay, das machen wir trotzdem. Das heißt, der geht jetzt auf Seite. Machen wir so. Das Ding ist weg. Der geht jetzt dahinter, beziehungsweise erstmal dahin. Dahin. Schnipp. Einmal darüber. We are not friends anymore. Dann hüpf. Darüber. Bams. Okay, bleibt jetzt noch der Hund. Ja, da werden wir den jetzt nicht mehr erledigen können, fürchte ich. Da ist nichts mehr für übrig. Stunnen können wir den auch nicht mehr. Dann, ja, greife ich den einfach mal an. Der kommt da ran. Und die geht wieder weg. So. Ja, aber das passt doch. Oh, okay. Der hat irgendwie nichts getan. Naja, eigentlich hätte ich das auch nicht so maximieren brauchen. Ja, und damit ist die Mission auch erledigt. Und da war jetzt nichts mehr. Okay. Dann geht's nach Hause und jetzt kann der Einkauf möglicherweise ganz interessant werden, weil wir das eine neu bekommen und dann nochmal beides zurücksetzen können. Mal gucken auch, was an neuen Missionen kommt, aber ich befürchte da zwei tolle Gegenstände. Ihr habt euch um die Banditen der Legion gekümmert und gleichzeitig der Wut der wilden Pikten ein Ende gesetzt. Jawohl. Was ist das für ein Buch gewesen? Naja, okay. Florianus Drusus. Ich bin immer noch hin und her gerissen wegen all der Sünden, die ich begangen habe, Tribunus. Gibt es wahre Erlösung, ein neues Leben nach dem Tod in Avalon für einen einfachen Soldaten wie mich, so wie Albina Virgila es uns immer erzählt? Vielleicht könnte ich die Götter mit einem großzügigen Opfer an Lupercus zu meinen Gunsten beeinflussen.
Hab Vertrauen, Sicarius. Ohne guten Glauben sind wir nicht mehr als Bestien, die in der Dunkelheit umherstreifen. Loyalität ist... Florianus Drusus. Ich habe jetzt doch schon wieder vergessen, wer das war. Es ist sinnlos. Die Götter könnten uns in dem Schleier von Avalon nicht hören. Die Flamina ist genauso ahnungslos wie ihr. Niemand weiß, ob es Erlösung gibt. Ja, komm, investieren wir halt die 1000. Der hat Loyalität bekommen. Der war sowieso schon am Maximum. Bei dem hätten wir das gebraucht. Naja, okay, geschenkt. Dann gucken wir mal, was wir... Erstmal gucken wir, was wir neue Missionen haben. Neue Nebenmissionen? Streiter des Chaos. Doch, das ist jetzt im neuen Gebiet. Also dann werden wir das hier doch noch erschließen und vielleicht uns nach Camelot durchkämpfen. Nice. Okay, zurück. Dann, dann gucken wir uns erstmal die Gegenstände an, die wir gefunden haben. Das ist nur Centurio und Flamen. Wacht, Schaden für Wachtangriffe, 2 Schaden für 2 Züge für jeden Kill. Okay, das ist sinnlos. Dann haben wir ein Brustdingen, Verwenden von Tränken. Ja, das ist Unsinn, das ist eigentlich auch klar. Okay. Dann das hier. Nur Sicarius. Der hat eine ganze Menge hier. 3 Schaden gegen unversehrte Einheiten. Okay, das ist sinnlos. Verwendung von Salve gewährt 4 Bewegungs-AP. Da haben wir doch jetzt auch schon durch irgendwas. Ja, genau. Der würde der 8 bekommen. Ich glaube, das ist nicht so sinnvoll. Mhm. Dann haben wir Bewegungs-AP für jeden Kill mit einer Nahkampffähigkeit. Schaden gegen die Verlorenen und die 9. Legion. Ja. Aber die anderen haben alles schon Besseres. Das, was der hat, ist jetzt auch nicht super toll. Aber ist trotzdem immer noch besser. Ja, das macht keinen Sinn. Dann haben wir das nächste, das geht ja auch nur auf den. Beute markieren. Markiert bis zu 3 Gegner. Der Held erhält für jede getötete markierte Beute 1 AP bis zum Ende des Gefechts. Mhm. Schadensminderung für Gifteffekte plus 5 Giftschaden plus 1 Zugdauer vom Gift. Ich weiß nicht. Das ist halt Gefrickel für 1 AP dann zusätzlich. Oder ich meine, das kann man halt kurz vorher verwenden. Das kostet aber auch 1 AP. Das macht keinen... Also es ist insgesamt nicht schlecht, aber es ist auch nicht super gut. Und da ist das, was der hat, glaube ich, besser. Dann haben wir 1 AP für den ersten Kill in jedem Zug, plus 5 Schaden gegen Einheiten mit Brand. Beim Verwenden von Tränken wird 2 Rüstungen wiederhergestellt. Naja, für 1 AP für den ersten Kill. Aber die killen halt alle nicht so viel. Naja, es ist... Das ist vielleicht auch nicht schlecht, aber es ist nicht gut genug für die. Also das werde ich auch nicht nutzen. Plus 10% Werte auf Doppelgänger. Das kann jetzt nur der nehmen. Zuerst Angriff im Bezug verursacht maximalen Schaden. Plus 2 maximalen Waffenschaden. Ups, sorry. Aber das, was der hat, ist viel besser. Also leider haben wir jetzt hier nichts, was wirklich brauchbar wäre. Das heißt, die werden wir opfern. Opfern. Und dann die anderen Sachen. Hier. Zerlegen. Alle. Wir haben so viel Geld, dass wir das für Geld, dass wir die nicht mehr verkaufen müssen, glaube ich. So. Jetzt könnten wir uns theoretisch noch dieses sinnlose Dingen kaufen. Das machen wir aber erstmal nicht. Wir gucken jetzt erstmal, ob wir hier was kaufen können. Hier sind nämlich jetzt neue Sachen, glaube ich.
Ultimative Fähigkeit kostet plus 25 Seelen. Hack and Slash greift 2 weitere Male an. Plus 2 AP einfach grundsätzlich. Kostet 25 weitere Seelen. Aber plus 2 AP einfach immer. Und das ist eine Waffe, die ja auch nochmal mehr... Ne, die macht nicht mehr Schaden, weil die nicht verstärkt ist. Ich glaube, die habe ich verstärkt dann. Also das scheint mir schon sehr gut zu sein. Das mit den Seelen ist zwar ein Nachteil, ja, aber dafür kriegen wir auch mehr Angriffe. Auch wenn die jetzt nicht so viel wert sind. Aber diese plus 2 AP, damit kann ich halt in der Runde einfach nochmal in jeder Runde weiter rumlaufen und metzeln. Das ist schon super. Wir gucken mal gerade, nicht, dass hier jetzt auch noch irgendein Schwert ist. Was haben wir hier? Das kann der nicht nehmen. Okay, dann würde ich sagen, kaufen wir das. Zack. Dann haben wir, das tausche ich dann auch direkt mal aus. Dann Schaden bis zum Ende des Gefechts für jeden Kill. Das war natürlich auch gut, ja. Also... Naja. Das hier hat halt auch super gestackt. Aber das kann auch der Sicarius verwenden. Salve erzeugt plus 1 Geschosse. Der muss schlussendlich einen umbringen und dann hat der da auch schon mehr Schaden wieder raus. Ich glaube sogar, dass das hier besser ist als seins. Okay, gucken wir mal erstmal weiter. Das hier ist nur Centurio und Flamen. Für jeden Kill wird eine Rüstung wiederhergestellt. Na, es ist... Okay, dann haben wir Rüstung. Sicarius, Flamen, Flamine. Schaden für einen Zug für jeden erlittenen Treffer. Einmal pro Zug 3 Bewegungs-AP für einen Zug nach Erleiden eines Treffers. Naja, das ist jetzt nicht so... Nicht so super toll. Dann haben wir Rätorianer. Bevor du getroffen wirst, dreh dich immer in die Richtung der angreifenden Einheiten, dann zurück in die ursprüngliche Richtung. Naja, aber das mit dem Anlaufen, das ist einfach zu cool, um das nicht zu nehmen. Dann kaufen wir das hier. Schaden. So. Okay. Dann können wir das hier, den Staub direkt umwandeln. So. Ah, hier bekommen, hiermit bekommen wir wieder einen Fähigkeitspunkt für irgendwen. Da müsste ich aber mal... Naja, in Ruhe drüber gucken, wo das noch sinnvoll wäre. Jetzt gucken wir erstmal. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, ob hier auch neue Sachen dazugekommen sind, aber wir gucken mal. Belegt angrenzende Gegner 2 Züge lang mit 20% Brand. Die sind sowieso alle direkt immer tot. Das macht wenig Sinn. Nachdem er halt 3 Treffer erlitten hat. Naja, das ist zu wenig. 4 unzerstörbare Rüstung während eines Duells. Plus 1 Seelen für getötete Gegner. 5. Das ist mit 5 Loyalität. Moment, der hier brauchte das, ne? Aber der kann das gar nicht nehmen. Ich glaube, das hatte ich beim letzten Mal schon gesagt, dass es cool wäre, wenn er es nehmen könnte. Bin mir aber jetzt nicht sicher. Mit einer Rüstung hergestellt. Schaden für verlorene Lebenskraft. 2 Bewegungs-AP. Das könnte er nehmen, aber damit würde der einen AP verlieren. Okay, also da ist jetzt nichts, was ich kaufen wollen würde. Dann gehen wir jetzt zum Kriegsrat. Achso, können wir beim Händler vielleicht noch die Bücher? Ne, können wir nicht. Dann gehen wir zum Kriegsrat. Und dann füllen wir unsere Sortimente wieder auf. Zack. Und jetzt können wir
Hier gucken, ob wir neue Gegenstände. Ne, da hat sich gar nichts getan. Oder? Ne. Ich hätte gedacht, dass das auch wieder aufgefüllt wurde, aber anscheinend ist nur das hier aufgefüllt. Tribunus. Waffenschaden, Verblutung, ein Schaden, na, das ist nicht so toll. Vor allem Nahkampfangriff, getroffene Einheiten werden für einen Zug verspottet. Ne, brauchen wir auch nicht. Klingenwand, zusätzliche Klingen. Was haben wir hier? 50 Rüstungsbrustwert, erlittene Angriffe wird ignoriert. Erlittene Angriffe. Das wäre schon vernünftig. Das bringt insgesamt mehr Lebenspunkte. Aber wenn die Rüstung nicht kaputt geht, ich glaube, das ist sinnvoller als die zwei unzerstörbare Rüstung. Naja, ich glaube, das kaufen wir. Aber gucken wir gerade erst nochmal weiter. Da gibt es nichts Neues. Nehmen wir uns das auch noch dazu. So. Ja, und das hier würde ich jetzt dem geben. Auch wenn das hier schon verstärkt ist. Salve erzeugt ein Geschoss mehr. Minus 1 Schaden gegen betäubte Einheiten. Aber das hier ist ja auch schon verstärkt. Nee, ich lasse das so. Und der hat jetzt plus 2 Aktionspunkte grundsätzlich. Das sind jetzt plus 2 Schaden, ist natürlich auch eine Menge gewesen. Und das wäre ja auch gut gestackt. Also ich muss mal gucken. Ich behalte den Gegenstand jetzt mal erst. Das andere, das können wir jetzt zerstören. Das ist jetzt auf der rechten Seite. Ja. Opfern. Da haben wir schon haufenweise von. Und jetzt hätten wir noch das Buch, was irgendwo drauf... Achso, hier können wir außerdem noch... Die bräuchte eigentlich Aktionspunkte. Also macht ihr das so? Also wir hätten noch ein Buch, was einen Fähigkeitspunkt bringen würde. Da gucke ich jetzt mal ganz kurz, wer das denn brauchen könnte. Kleinen Moment. Ja, und ich hab's. Hier hatten wir Feuerschläge, kann einen zusätzlichen Gegner anvisieren. Da hatte ich ja vorher die Annahme, dass das eben nicht funktioniert. Also dass man das nicht dann auf 3 machen kann. Aber das war ja offensichtlich falsch. Deshalb machen wir hier den zusätzlichen Fähigkeitspunkt und packen den dann da rein. Und das ist, glaube ich, gut investiert. Und damit wären wir auch bereit für die nächste Mission, bei der wir dann jetzt auch theoretisch auf das neue Gelände kommen. Wir könnten natürlich auch den Rest erstmal fertig machen. Die flüsternden Grüfte. Ich würde sagen, wir gehen direkt weiter. Und danach gucken wir. Wir gucken mal, ob wir das noch weiter ausdehnen können. Und danach gehen wir die noch an. Also ich würde das dann schon als das, also die Endmission wirklich am Schluss machen, wenn dann da irgendeine sein sollte. Aber wir gehen beim nächsten Mal Streiter des Chaos an und schauen mal. Kriegsrat hatten wir ja jetzt verwendet. Sortiment des Händlers, ja, war nur der Händler. Das dauert jetzt wieder 5. Naja, okay, das war jetzt nicht so der Hit. Gut, das soll es dann für dieses Mal gewesen sein. Und dann gehen wir beim nächsten Mal hier auf diese neue Landfläche zum Tal der Dämmerung. Neue Folgen gibt es immer samstags und sonntags und zusätzlich noch in die Woche verstreut. Ihr wisst Bescheid. Ich danke fürs Zuschauen und sage ciao und bis zum nächsten Mal. Bye, bye.